Herzlich willkommen zum Vlog Nummer 7, glaube ich. Ja, in diesem Vlog habe ich eigentlich gar nicht so viel Erlebtes irgendwie aufgenommen. Ich weiß, ich bin da irgendwie ein bisschen faul geworden. Ihr seht gleich, wie ich mein Kissen fülle. Das war so notwendig, das habe ich so lange vor mir hergeschoben und hatte so lange diese 1 Kilogramm Kissenfüllung hier stehen. Der Erwin schnarcht hier neben mir. Und wie ich dieses Problem gelöst habe, dass ich auf meinem Balkon immer so viele Gießkannen mit Wasser hin und her tragen musste, um meine ganze Pflanzenpracht zu gießen. Das seht ihr auch gleich. Ansonsten haben sich irgendwie voll viele Dinge in meinem Leben, was heißt voll viele Dinge, es hat sich was ganz, ganz Grundlegendes verändert, nämlich meine Pläne in der Zukunft. Ich hatte ja die ganze Zeit vor, das Masterstudium zu machen und werde das wahrscheinlich, oder ich werde es jetzt nicht machen, weil ich einfach ja, wie Leute, die mir jetzt auf Insta oder so folgen, wissen, viel zu tun hatte, auch gesundheitlich mit meinen Nervenschmerzen, mit meinen chronischen und ja, da einfach irgendwie gucken muss, wie kann ich mein Leben oder meinen Alltag irgendwie entzerren oder entstressen. Und ja, dann habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen. Zwar auch ein bisschen mit einem weinenden Auge, aber dass ich eben nach dem Bachelorstudiengang jetzt arbeiten werde. Da werde ich jetzt auch Bewerbung schreiben und ja, mal gucken. In Teilzeit arbeiten werde. Ich werde mein Gewerbe nebenher natürlich behalten mit meinen Fotos und so weiter. Ja. Meine Haare, ich sehe aus. Ach, wie so ein kleiner Vogelpiep. Ja, das war so das. Und das andere ist, dass wir jetzt am Samstag, heute ist Dienstag und Samstag fahren wir in Urlaub in die Bretagne, nach Frankreich, an den Atlantik auch. Ich bin super gespannt, ich bin so gespannt. Ich habe seit 10 Jahren, über 10 Jahren, kein Meer oder Ozean oder so mehr gesehen. Also höchstens mal so in Leipzig so ein See. Und deswegen freue mich und bin gespannt und ich freue mich in erster Linie auch auf Ruhe. Also es wird, es ist, wir haben ein Ferienhäuschen gemietet in einem kleinen Dorf und hoffen da auf Ruhe. Wir sind jetzt nicht so die Touristen, mega, mega Power-Menschen, die da halt so in irgendwelche übelst krassen Ferienanlagen können, wo ganz viele Leute sind oder so. Das wäre für mich kein Urlaub. Ich bin ja eh schon mit Urlaub so ein bisschen, ja. Ich bin halt gern zu Hause. So. Ja. Ansonsten bekomme ich heute noch Besuch von einer Freundin und ich freue mich total doll. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei den Dingen, die ich gefilmt habe und hoffe, dass ich in Zukunft schaffe, mehr zu filmen und ja, viel Spaß. So, so sieht übrigens 1 Kilogramm Kissenfüllung aus. Ach, hier ist die Kamera. 1 Kilogramm Kissenfüllung und die mache ich jetzt in mein Komfort-Sofakissen, was hier so aussieht. Bei mir ist das zu platt. So, hier sieht es aus. Mir ist das zu platt und deshalb mache ich das jetzt mal. Ich fülle das jetzt mal. Thank you.
hier ist mein neues Kissen. Also alt-neu. Ich habe das jetzt übelst voll gefüllt. Und hier bin ich. Ich habe 1 Kilogramm Kissenfüllung da rein gemacht. Warte, ich gucke es mir gleich an. Oh, jetzt ist es schön. Nicht mehr so platt. Heute sind wir im Baumarkt und holen Schlauch für meinen Balkon, damit ich nicht die Pflanzen immer, da muss ich nicht immer die ganzen Pflanzen so gießen, sondern kann da mit dem Schlauch einfach machen. Das ist cool. Das hier, das kann man nämlich an den Wasserhahn machen, mit dem Schlauch und mit dem Sprüh. Und dann bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das wäre richtig geil, da müsste ich echt nicht immer das rumschleppen. Richtig cool, yeah, Gartenschlauchglück. So, hier sieht das jetzt aus mit meinem Schlauch. Sieht gerade noch ein bisschen übel aus hier. Ich muss mal hier ein bisschen kehren auf dem Balkon. Und jetzt zeige ich euch mal, wie geil ich jetzt hier die Blumen gießen kann. Achtung. Einfach. Yeah. Ich kann meine ganzen Pflanzen. Einfach so, ich kann jetzt da tun, als ob das regnet. Und die denken jetzt, es regnet die Pflanzen. Und die sind übelst glücklich darüber. Kann ich spüren. Und ich auch. Das war's schon. Dann, falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt, All in Butter auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke, dass ihr hier das euch reingezogen habt. Und bis zum nächsten Video oder auf Insta oder wo auch immer.